Jetzt geht's auf nach Katzand, an die niederländisch-belgisch-französische Küste. Wir haben den 31.12.19, unsere zweite Reise beginnt. Genau hier verbringen wir den Jahreswechsel zu 2020 in Katzand an der niederländischen Küste. Wenn das mal nicht der richtige Stellplatz für ein Offroad-Wohnmobil ist, dann weiß ich nicht. Egal, wir werden hier sehr, sehr schöne Silvester verbringen, wir beide. Und dann werden wir in ein mega Jahrzehnt starten. Peter, ich wollte dich mal fragen, wie du damit zurechtkommst, dass wir am 31. Dezember Sonne haben. Da leuchte ich mal kurz rein. Da, komplett die Sonne. Der Strand ist voller Menschen. Wie kommst du damit zurecht? Da komme ich sehr gut mit zurecht. Jetzt machen wir mal einen Spaziergang in die Richtung. Und dann möchte ich mich mal bei dir bedanken, dass du uns so einen schönen Stellplatz ausgesucht hast. Das war auch der einzige. Unser zweiter Urlaub mit dem Kermit. Ich freue mich richtig. Ist zwar nur eine Woche, aber besser als gar nichts. Und wir waren ja zuerst in Nordspanien unterwegs, also quasi Bayern, Wohnmobiltreffen, Füssen. Dann mit einer kleinen Plakettengeschichte durch die Schweiz und dann nach Nordspanien, war super schön. Da haben wir auch schon unser Filmchen gemacht und jetzt kommt eine Woche Nordsee. Mag vielleicht langweilig klingen, ist aber nicht langweilig. Wir versuchen von Holland über Belgien bis kurz hinter Frankreich zu kommen. Eben hatten wir wieder ein ganz kleines Problemchen. Die Gasanlage ist kurz angesprungen. Wir wollten uns einen Tee machen und auf einmal war die Gasanlage aus und der Knopf war rot. Wir haben keine Beschreibung dazu gefunden und dann habe ich ganz blitzschnell eine Anfrage in unser Bimobil-Forum gemacht. Und siehe da, von da drüben, hinter dem großen Teich, kam die Antwort von Anne de Haie. Danke. Aus Nordamerika. Wie wir zu verfahren haben, damit wir wieder Gas haben. Wir brauchten nur ein schwarzes Knöpfchen zu drücken. Hat super geklappt und wir haben den Tee auf die beiden getrunken, die jetzt im Moment in Nordamerika mit ihrem Bimo unterwegs sind. Grüße! Das, was ich jetzt sage, muss unter uns bleiben. Das darf keiner erfahren. Links um mich herum sind die Leute die herrlichsten belgischen Biere am Trinken. Und ich trinke auf unserer Silvester-Nachmittagsparty englischen Tee. Das darf keiner erfahren. Wir sind jetzt bis ganz vorne ans Wasser gegangen. Wir stehen ganz vorne im Dunkeln. Und man kann mich nur sehen, weil die Rita die Taschenlampe angemacht hat. Und ist jetzt genau 11:57 und wir sind hier, um euch ein super geiles Jahr 2020 gleich zu wünschen. Alles Gute, macht's gut und erlebt die Welt. Alles Gute für 2020. Wir machen ein geiles Jahr draus. Wir wünschen euch nur das Beste. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2020. Und so sieht's hier aus. 9:30, lange geschlafen. Die ersten Leute rennen zum Waschhäuschen. Da hinten macht sich einer zur Abreise fertig. Und die Schröders haben alle Luken aufgemacht, damit die Karre mal schön ordentlich durchlüften kann. Tag 1 des Mega-Jahres 2020 und fürs neue Jahr denken wir einfach, das wird mega und wir machen so weiter, wie wir angefangen haben, unseren Weg zu gehen und wir freuen uns auf ganz viele schöne Zeiten mit Kermit und suchen schöne Orte, die wir euch zeigen können.
Wir werden eine tolle Fahrradtour haben, bis es dunkel wird. Ist natürlich dann absehbar. Um 5 Uhr ist hier alles zappenduster und wir haben keine Lampen. Irgendwann nach Mittag, strahlender Sonnenschein und im Hintergrund so ein schöner Leuchtturm. Da wollte ich nochmal. Und im Hintergrund ein schöner Leuchtturm. Was soll ich sagen? Du wolltest ein Interview machen. Ja, komm, sag mir ein Stichwort. Ein Stichwort. Sonne, geile Strecke. Sonne, eine schöne Strecke. Da in die Richtung ist Vlissingen, da müssen wir allerdings ein bisschen schwimmen. Kurz vorher kommt Breskens und Breskens gehen wir jetzt gleich uns mal angucken. Angeblich kann man da auch gut shoppen, aber heute ist der 1.1. Wo ist Vlissingen? Silhouette ist im Nebel. Da ist Vlissingen im Nebel. Da ist Breskens. Das ist unser neuer Stellplatz in Westende Dorp, Stellplatz 15, ganz hinten in der Ecke. Und wie bist du damit zufrieden? Super schön ist es hier. Die einzelnen Stellplätze, die sind hier unterteilt mit so kleinen Hecken, sodass jeder seinen eigenen Bereich hat. Einen gepflasterten Stellplatz fürs Wohnmobil und daneben ist noch relativ viel Platz, um im Sommer auch seinen Tisch und seine Stühle rauszutun und seinen alles, was man braucht, so zum Campen im Sommer, brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde spazieren. Wir gehen jetzt eine Runde durchs Dorf und an den Strand. Okay. Und vielleicht schaffen wir es sogar bis Mittelkerke zum Turm. Ich komme mit. Und wie bist du mit der Sauberkeit dieses Toilettenhäuschen hier oder Hygienehäuschen zufrieden? Das Toilettenhäuschen ist total neu und richtig gut eingerichtet mit verschiedenen Duschen, einer Toilette auch für Behinderte und hier vorne kann man seine Spülutensilien waschen. Wie heißt der? Agent 212. Ein interessantes Gerätchen. Das müssen wir erstmal aus. Sollen wir das mal austesten? Okay, ich komme. Ein Hörrohr. Also, du sprichst jetzt da rein, ja? Und ich muss auf der anderen Seite hören. Da gibt es nichts zu hören. Oder kann man noch was hören? Ach, da Meeresrauschen, ja? Da gehe ich erstmal zu deiner Partnerin. Ich kann nicht hören, sag mal ganz laut. Das geht doch gar nicht. Ich habe so ein zartes Stimmchen, ich kann nicht lauter sprechen. Sprichst du gerade ganz leise? Nein, ich bin gerade ganz laut. Ja, machen wir hier hoch. Das Ding. Bist du hoch? Wir sind auf der Remember-Tour von Josef Schröder, heute in Westende angekommen. Haben wir erstmal eine schöne Spaziertour gemacht von Westende Dorf nach Westende Bad. Sind die ganze Promenade entlang gelaufen bis Mittelkerke.
Und von da aus durch die Dünen wieder zurück, sind dann auf dem Turm gewesen. Und jetzt sitzen wir in der Bar de Soleil in Westende und trinken ein Grimbert. Und wer ist Josef Schröder? Josef Schröder ist mein Schwiegervater, Hans-Peters Vater, der vor kurzem gestorben ist und mit dem wir im Februar noch hier in Mittelkerke Urlaub gemacht haben für ein Wochenende. Blond für meinen Mann, grün für mich. Prost! Jetzt haben wir uns im Delays ein super Essen gekauft, werden uns gleich eine schöne Vorspeise machen. Hauptgang und dann Nachgericht mit Schokolade und dann werden wir schön in unserem Wohnmobil jetzt essen. Da freue ich mich schon drauf. Es gibt Krabben als Vorspeise, Kabeljau als Hauptspeise und ein Schoko-Joghurt als Nachspeise. Ich muss hier noch gerade auf die schöne Straßendekoration halten. Hier? Geile Sache. Park Westende, hier sind wir. Jetzt wird es Zeit, drei Unterhosen, drei Pullover, drei Jacken und den Schal auszuziehen. Nach einem 24.000 Schritte Marsch testen wir heute noch mal den Thermomix. Mit Landstrom müsste eigentlich klappen. Mit Brokkoli, Bacalao, also Kabeljau, und der Hans-Peter bereitet uns einen sehr leckeren Salat zu. Ich glaube, das reicht. Und ich habe schon richtig Hunger. Da war ja quasi eine Wanderung von 4,5 Stunden, die wir gemacht haben. Also wir haben schon einige Kilometer abgerissen. Bei 3 Unterhosen an, also 3 lange Hosen hatte ich an, plus 2 Unterhosen. Also Unterhose, Windunterhose, lange Unterhose, Trainingshose, Regenhose, Unterhemd, T-Shirt, langes Laufshirt, noch ein Laufshirt, Pullover, Fahrradjacke, Regenjacke, keine Finger mehr und eine graue Jacke. Ich konnte mich quasi gar nicht mehr bewegen. Ist dir denn kalt gewesen irgendwann mal? Ein bisschen warm, weil leicht übertrieben war. Ein bisschen übertrieben. Wir kamen hier nämlich mit 4 Grad an und gerade eben war es in der Apotheke, zeigte an 7 Grad, ne? Ganz kleines bisschen übertrieben. So, jetzt machen wir es. Heute haben wir uns mal rausgetraut in Wind und Wetter, um mit der Linn, das ist die örtliche Bustram, nach Ostende zu fahren. Schön in der Sardinendose am Meer vorbei. Das ist die Sardinendose, das ist am Meer. Achte mal auf dieses Geräusch hier. Ich bin jetzt bei 50 und dieses Geräusch wird uns die ganze Zeit über verfolgen und noch schlimmer werden. Das ist unser Verteilergetriebe. Und warum ich dieses Geräusch einspiele, ist der Einstieg in unsere Geschichte, warum wir die ganze Zeit nichts über unser Verteilergetriebe geschrieben haben oder erzählt haben und wie es damit weitergeht.